Over here. Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Ich habe ja gesagt, wir beginnen das nächste Mal nicht dort, wo wir ausgemacht haben. Und zwar habe ich jetzt es tatsächlich geschafft. Ich habe Nagi bis auf 3 Herzen Harmonie gebracht. Moment, da oben ist er. Das heißt, wir können jetzt sofort die Harmonie-Mission mit ihm annehmen. Wo war die denn eigentlich? Ich glaube im Verwaltungs... Ja, ich weiß wieder wo. Das heißt, wir müssen erstmal den Verwaltungsbezirk betreten. Und was das bedeutet, wissen wir auch. Es bedeutet lange Ladezeiten. Ja, das hat eine ganze Zeit gedauert. Das habe ich wieder die ganze Zeit mit der Sondermission gemacht. Wasserscheu. Die erledigt man irgendwie in 3 Minuten oder 2 Minuten. Und dabei wächst die Teamharmonie so gewaltig an, dass man die 3 Herzen eigentlich relativ schnell hinkriegt. Aber es ist trotzdem belastend. Die Harmonie-Mission war irgendwo hier vorne. Ja. Hey. Hier vielleicht. Ja, das ist es. Elma Lin. Ach verdammt, ich habe Elma. Stimmt, ich habe Elma rausgetan, um Celica reinzunehmen. Nee, Mia reinzunehmen, weil die auch noch nicht auf Level 60 war. Und ich wollte eigentlich Nagi noch ein bisschen leveln, habe ich dann aber doch nicht mehr gemacht. Das heißt, es war völlig unnötig, dass wir jetzt das Blade-Quartier verlassen haben. Naja, müssen wir halt nochmal rausgehen. Ist ja jetzt nicht so wild. Komm schon, mach hinne! Ja, sehr schön. Ja, das haben wir jetzt auch schon oft gehabt, deswegen Stay sharp. Muss ich das jetzt nicht nochmal vorlesen. Elma kommt rein, Mia fliegt raus, Änderungen bestätigen. So, und jetzt geht's auf Harmonie-Mission. Ist mein Scalibur vollgetankt? Hä, warum bin ich denn jetzt automatisch im Scal? Naja, okay, verstehe ich jetzt noch nicht, aber ist jetzt auch egal. Hier vorne ist ja schon die Harmonie-Mission. So, mit Leib und Seele benötigt der Level 41, haben wir lange. Alles klar, los geht's. Hey, Elma, I've been looking for you. Here to foist another problematic assignment on my teammates? Nagi, the hell you doing here? Isn't it obvious? Elma has taken me under her wing. It's helping me hone my skills as a blade. Hone your skills as a blade? He's aiding us on the side as his schedule allows. Think of it as a form of stress relief. Exactly. I only ask to be treated the same as any rank and file blade. Well, I guess if Elma's okay with it. Speaking of which, didn't you say you were looking for Elma? Oh, right. The emergency. Those damn ganglion captured Orton's squad. Captured? Are you sure it's not just a communication problem? We're sure. They were escorting some mediators who just got back. They saw Orton and his men taken prisoner with their own eyes. This sounds serious. Frage, ob die Mediatoren noch mehr Informationen haben. Erkundige dich, wo sie in Gefangenschaft geraten sind. That's the million-dollar question. Let's check the mediator's comm devices for data. The direction the ganglion came from may give us a clue as to where they're based. Good idea. I'll have someone take a look. In the meantime, we should hurry.
Elma is right. Ganglion might want to cook and eat mediator friends just like they tried with poor Tatsu. Easy now. Let's not let our imagination... On the contrary, there are a lot of things we don't know about the Ganglion. We can't rule out anything at this point, including what or who they might eat. Oh, barf! Elma? Ma'am? I suggest we head out immediately. No, wait just one damn minute. We need our Secretary of Defense here. It'll be easier to command from the field. Besides, I am part of Elma's team for the time being. Yeah, you said that, but... Commander, he's not going to change his mind, and we don't have time to argue. There you have it. Fine. Get to it. Sehr gut. Kommandant, er wird nicht auf dich hören. Sehr gute Aussage. Klasse. Also, ein Team von Mediatoren wurde verschleppt und wir sind wieder die Dummen, die sie retten müssen. Begib dich zur Hila-Feste im Sylvalum. Ja, gut. Schnellreise ist da, glaube ich, das Bestmögliche, was man... Das ist ja gleich direkt am Anfang. Ah, ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ja. Wir reisen direkt zum Hila-Plateau. Und dort sind wir dann auch schon eigentlich fast da. Dann geht's los, dann randern die immer wieder richtig in so einer Ganglion-Basis und machen alles kaputt. Oh, und schon geht's los. So schnell hatte ich das jetzt nicht erwartet, aber okay. This seems to be the most likely place the blades are being held. All right. I'll create a diversion. The rest of you use the time to get in there and find the others. Negative. There's a chance they're being held elsewhere. We don't want to cause a scene here. Understood. What's going on? This isn't like you. You seem anxious, overeager. Are you still fixated on the Harrier team that died protecting you? Overeager? Am I really acting that way? I see. I hadn't noticed, but if you say so, I'm sure there must be something to it. My apologies, ma'am. I await your orders. Stealth takes priority. We can't afford to be seen here. If we're discovered, it only puts the captured blades in greater danger. Understood. Oh nee, leise und unauffällig infiltrieren, das ist so gar nicht meins. Ich bin eher so ein Typ, der das versucht, dann geht's schief und dann starte ich eine übelste Randale. Na, vielleicht geht das mit den Scouts ganz gut. Ja, hat jetzt ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt nichts daran auszusetzen. Uiuiui. Land mal halt auf dem Dach. Irgendjemand hat jetzt Stress angezettelt. Ich frage mich nur, wer und wo. Na dann, los. Machen wir die fertig. Kommt, gleich haben wir den Maul. Ah, cool, einer ist schon weg.
ja, er ist bemüht. Boah, ich kann sogar Leute heilen. Aber ist irgendwie alles überhaupt nicht notwendig. Das macht auf jeden Fall ziemlich viel Schaden. Und noch den anderen. Ich hau einfach alles drauf hier, die ganze Zeit übelste Strahlen kommen da raus. So. Achso, ich hatte jetzt keine Aura mehr, na gut. Na los. Guter Ätherschaden. Habe ich irgendwas, was Ätherschaden macht? Nö. Absolut nichts. Und zack. Das ist wirklich eine ziemlich coole Attacke. Das ging ja ganz schnell. Und jetzt muss man eine Etage hoch, denke ich mal. Oh, echt, noch einer. Muss das jetzt sein? Naja, aber lange macht er es nicht. Und da liegt auch schon die Marla. Secretary Nagi, what are you doing here? That doesn't matter now. What matters is you're alive. It's Marla, isn't it? Yes, sir. Are you the only one being held here? Grismore and Campbell are dead. The prone beat them senseless. What about Orton? They're holding him. Please, sir, you have to save Orton. We will, I promise. He's done so much for... Her Mim's gone silent. We lost her. Schwöre bei allem, was dir heilig ist, Marla zu rächen. Gelobe, Orton sicher nach Hause zu bringen. Yes. For Marla's sake, as much as his. We owe it to them both. Let's move out. Once we have Orton, I'll be back for you. We're all going home together. Die Szene lässt ja irgendwie schon vermuten, dass das irgendwie Familienmitglieder oder so von Nagi sind. So, wo ist mein Skell? Der steht auf der anderen Seite. Ach nee, der steht auf dem Dach. So, dann jetzt nochmal komplett hochrennen. Ach, das gibt's doch nicht jetzt. Oh.
Jetzt komme ich nicht mehr an mein Skell ran. Dann nochmal schnell reisen zum Healer-Plateau, dann werden ja die Skells immer mittransportiert. Mann, das ist jetzt scheiße gewesen. Warum geht denn da oben die scheiß Tür nicht auf? Boah, das... Boah, da brennt mir der Helm, wenn sowas passiert. Jetzt müssen wir an einen ganz anderen Ort. Auch im Sylvanum, aber viel weiter im Norden. Ui. Woher wusstet ihr denn, dass die dort festgehalten wären? Wenn sie dort festgehalten wurden, die Brone oder Ganglion werden ja wohl kaum gesagt haben, ja, also wir gehen jetzt, wir nehmen jetzt deinen Freund mit oder so, den halten wir dort gefangen und falls sich jemand fragt, sagst du einfach, der ist dort. So wird es ja wohl kaum gewesen sein. Und da ist Orton. Und Brone. Nagi, is that... This'll all be over soon. We're here to rescue you. Earthalians, if you want him alive, you'll have to... Hold that thought. Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was denn? Oh, ist das ein Motherfucker? Habt ihr das gesehen? Ey, so badass-like. Einfach alle aufgeschlitzt. Der Typ ist ein Tier. Scheiße, war das heftig. Manu, Kommandant. Ich warte noch, bis ich 1000 SP für meine Aura habe. So wie jetzt. Und dann gibt's hier einen feinen Laserbomber. Irgendwo ist noch einer, den hat aus unerfindlichen Gründen da hochgehauen. Auch okay, ja. Er ist umgeworfen. Nochmal den Laserbomber rein. Der wird jetzt nicht so viel Schaden machen, weil die Aura vermutlich vorbei ist. That's the Team Elma I know. Lynn, how is Orton doing? Stable, but we have to hurry. Let's get back.
I've got order. Elma, you take point and clear a path ahead. Sage, dass du ihn trägst, biete an, die Spitze zu übernehmen. All right, I'll take up the rear. We must get him back safely. We owe it to him and the others we lost. All right, let's move out. We don't stop until we hit the maintenance center. Right. Ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Ich nehme einfach meinen Skell, ich steig auf und flieg raus. Auf direkten Wege, das fliegen wir jetzt, weil das ist irgendwie so realistischer, als wenn wir jetzt eine Schnellreise machen würden. Ich weiß gar nicht, ob es momentan überhaupt geht, eine Schnellreise zu machen. Also fliegen wir jetzt. Mann, ey, die Szene war ja richtig hammermäßig, wie der Nagi da reingestürmt hat und alle aufgeschlitzt hat. Übelst brutal. Das ist so ein richtig krasser Motherfucker, aber richtig krass. Jetzt möchte ich aber noch wissen, warum er das gemacht hat für so einen Orton, für den Orton. Wow, noch zweimal müssen die Credits reinkommen und ich habe 20 Millionen geknackt. Und da hatte ich mal Credits-Probleme. Ha, wie lustig. Oh, hier ist wieder die Balaena-Gang. Er und seine zwei Homies. Ja, ein Schwarm Balaena. Kannst du jetzt mal den großen scannen? Ich will sehen, wie der heißt. Ah, ja, Draken der Wolkenwanderer. Level 85 plus seine zwei Homies, ja. Ziemlich cool. Wir dürften auch bald da sein. Da hinten zeichnet sich schon NLA ab. Gleich sind wir da. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das Wartungszentrum war, glaube ich, ganz vorne. Hier, wenn man die Straße lang geht, ganz vorne. Wir sind da. Hä? Ich hab's. Was? Thank you all. I still can't believe the secretary himself came for me. Hmm? What are you talking about? What? But that was... I'm sure I saw... Ah, are you referring to the rescue effort? I just read the report. It seems Elma and her team performed admirably, as always. Apparently they had some extra assistance this time. But
But all the more credit to their leader for bringing the right people together. Oh, I see. You really okay with leaving it at that? I'd say you just heard your answer direct from the source, yeah. Tatsu surprised how useful Nagi was. Maybe even consider letting Nagi help again. Is that so? Then I await that day with bated breath. Das war's? Also, hä? Jetzt hat er einfach gesagt, ja, ich war das nicht. Das war irgend so ein anderer komischer Dude, der da einfach zufällig in der Pampa war mit Elmas Team. Weil Elmas Team ja auch jeden aufnimmt. Nee, ey. So, wir haben noch die Langschwerttechnik Todesblütentanz bekommen. Na cool, dann haben wir jetzt noch ein Segment mehr in NLA erforscht, also im Verwaltungsbezirk. Das ist zu 59,37% erforscht. Viel ist es nicht mehr. Moment mal, hier war noch irgendwas. Nee, doch nicht, hat sich erledigt. Die Harmoniegespräche würde ich noch gern alle abschließen, aber ich weiß einfach nicht, wo teilweise die zweiten sind. Die fehlen mir tatsächlich. Ich habe die dritten und vierten meistens, aber das zweite fehlt. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt auch hier erstmal Schluss. War eine coole Mission. Nagi ist halt voll abgegangen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!